Heute Klimakonferenz. Das ist eine Klimakonferenz. Nee, nicht das. Das ist eine Klimakonferenz. Und wie geht Klimakonferenz? Fliegen ganz viele Politiker hin, mit ganz vielen Flugzeugen einmal um die Welt, essen ganz viele lecker Schnittchen, pupsen ein bisschen rum, entscheiden nichts und fliegen dann wieder nach Hause. Toll. Doch manchmal wird auf der Klimakonferenz auch was vorgeschlagen. Zum Beispiel sparen beim Fahren. Oder ohne Sprit nach Split. Oder, wie dieses Jahr von den Amis, schmutzig ist putzig. Und wie geht das? Erklärt euch der Klimaonkel aus Amerika. Also, die Miesepeter da draußen am Fenster sagen immer nur, macht weniger Dreck, sonst sterben euch die Bäume weg. Doch der Onkel aus Amerika sagt, alles Moppelkotze. Wir sind die Weltmeister im Dreck machen und haben trotzdem ganz viele Bäume. Und deswegen müssen wir immer mehr Dreck machen, dann gibt es auch immer mehr Bäume. Voll logisch. Glaubt ihr nicht? Zeige ich euch. Wer keine Industrie hat, wie hier in Afrika, hat auch keine Bäume. Oh, muss man aber nicht traurig sein, man kann ja trotzdem was für die Umwelt tun. Wer keinen Dreck machen kann, lässt sich einfach seinen leeren Mülleimer von denen abkaufen, die gerne noch mehr Dreck machen wollen. Praktisch. Ist wie bei dir zu Hause. Hast du Lust auf 10 Negerküsse, darfst aber nur 5, dann isst du die von deiner magersüchtigen Schwester einfach mit. Braucht die ja eh nicht. Huch, beide tot? Komisch. Und was ist das Beste an der Schmutzig-ist-putzig-Aktion? Ist nicht nur was für die Industrie, sondern für uns alle. Und wie geht das? Den deutschen Kleinwagen verkauft, einen fetten Ami-Schlitten angeschafft, nicht kleckern, sondern klotzen. Und wer nicht mitmacht, tja, der bleibt halt auf der Strecke. Zack. Und weil der Vorschlag vom Klimaonkel aus Amerika so toll ankommt, kriegt er gleich einen schönen Hab-Dich-Liebkuchen geschenkt. So, hat wieder riesen Spaß gemacht. Darum sind alle eingeladen zur nächsten Klimakonferenz. Natürlich wieder mit ganz viel hin- und herfliegen. Schnittchen essen, kräftig rumpupsen, nichts entscheiden und dann wieder nach Hause fliegen. Kennt ihr ja. Und nächste Woche neu aus Amerika. Prima Auspuffdünger für die Rocky Mountains. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Klaus.